Mein Name ist Salah Hilal. Für uns Übersetzer vielleicht noch nicht, aber man merkt das in anderen Bereichen, zum Beispiel Ballett. Wir haben gehört, in den letzten Wochen haben die Balletttänzer sich neue Kleider angeschafft, also die den ganzen Körper bedecken und so weiter. Das heißt, es gibt schon einen Wandel. Ich will das jetzt nicht bewerten, besser oder schlechter, aber es hat Auswirkungen jetzt auf einige Bereiche, aber trotzdem hat zum Beispiel unser internationales Festival, Filmfestival stattgefunden vor einigen Tagen und man kämpft um Meinungsfreiheit und Freiheit der Künste. Das läuft noch, das ist noch ein langer Prozess. Sehr schwer zu sagen, das ist noch zu früh, um das zu sagen. Es gibt jetzt eine ganz neue Situation für uns alle, egal ob liberale oder islamistische Kräfte. Die Situation ist total neu für uns, dass man sich durchsetzen kann, seine Meinung sagen kann. Und viele haben erst jetzt entdeckt, dass sie überhaupt keine Meinung haben. Die müssen zuerst mal an einer Meinung, also an einer Weltanschauung arbeiten. Und weil es diese Kluft gibt, haben einige Kräfte versucht, ideologisch beladene Kräfte versucht, diese Lücke zu füllen mit Religion oder mit anderen Ideen. Und wenn hier von Religion gesprochen wird, dann ist nicht die Religion gemeint, sondern ihr eigenes Verständnis von Religion. Also mit Religionen hat ein normaler Ägypter überhaupt kein Problem, egal welche Weltreligion das ist. Aber es geht hier nicht um zum Beispiel um den Islam bei den Islamisten, sondern es geht um den Wahhabismus. Und das ist ein gewisses Verständnis von Religion, was eigentlich mit dem allgemeingültigen, mit dem gemäßigten Verständnis von Religion seit den Propheten bis heute nicht viel zu tun hat. Und das ist genau das Problem, weil die meisten Menschen wissen nicht, was Wahhabismus bedeutet überhaupt. Die denken, das sind Leute, die mit dem Koran und mit den Hadithen des Propheten argumentieren, dann sind es die Vertreter der Religion.